Wir haben noch ein schönes Video und zwar hier auf Edles Wife, ne? Meine Lieben, immer Däumchen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr wollt und immer schön in die Kommentare schreiben, was wir uns da anschauen wollen. Live aus dem Stream mit Excel zusammen. Servus! Genau, und zwar schauen wir heute in den zweiten Teil rein oder in den, ja, in einen zweiten Teil, wo wir den ersten schon geschaut haben. Und zwar geht es um ein Lohnunternehmen und zwar um das Lohnunternehmen Osters und Voss. Rübenernte und Gülletechnik Teil 2 von dem lieben Kanal landtechnikvideos.de. Genau, Link unten in der Videobeschreibung, in der ersten Zeile steht alles. Könnt ihr gerne vorbeischauen, lasst Liebe da. Schaut auch gerne mal bei den anderen Videos vorbei, die bringen wirklich, also wöchentlich oder regelmäßig neuen Stuff und immer sehr, sehr schöne Videos, also muss man wirklich sagen. So, aber heute schauen wir, wie gesagt, bei Osters und Voss rein, Teil 2, weil den ersten Teil wir uns schon angeschaut haben, der kam sehr gut bei euch an. So. Ich hoffe, es passt von der Lautstärke. Es ist Herbst geworden in Brandenburg. Während sich die Maiskampagne beim Lohnunternehmen Osters und Voss für diese Saison dem Ende zuneigt, haben die Mitarbeiter rund um die Rübenernte und die Gülletechnik noch einiges zu tun. In einer neuen Kurzfilmreihe begleiten wir Osters und Voss, eines der größten Lohnunternehmen in Deutschland, durch die Saison. Unsere zweite Samsung Geschichte passt. Startet am Standort in Altranft, 60 Kilometer nordöstlich von Berlin. Hier sind wir heute mit den Mitarbeitern auf dem Weg zu einem Auftrag, der sich über mehrere Tage hinziehen wird. Auf einer Maisstoppelfläche gilt es, Gärreste aus einer Biogasanlage auszubringen. Das Feld ist 125 Hektar groß. Aha! 125 wow. Hektar Feld, das ist natürlich eine Hausnummer, ne? Ja. Das definitiv. Ist definitiv eine Hausnummer. Aber es ist immer wieder beachtlich, wenn so ein Lohnunternehmen einfach mit was für eine Technik die anrücken. Immer wieder beachtlich. Ja, also brauchen die aber auch. Real Talk. Bei uns fällt echt viel rum, aber ich habe in meinem Leben noch nie so ein Samsung-Fass live gesehen. Noch nie. Okay. Echt, er fährt bei uns nicht rum. Heftig. Und bei uns fahren Quadrax rum. Ne? Also unsere Kulturhose, die hat 2 Quadrax sich gegönnt. Ja. Ja. Mega. Ja. Weite Flächen. Oh, alles. Ja gut. 10 paar Quadratmeter. Jetzt weit. Alter! Und das ist ja nur Teil wahrscheinlich. Ach du Kriegshumor. Ja, da kriegt da niemand auf den Rettich, ne? Da kannst du in Ruhe deine Arbeit verrichten. Alter, das ist ein Feld. Heiliger Wimmer. Das ist Technik. Oh, guck, wie wir das an. Da geht doch das Herz an, wenn man das sieht. Na. Der Fahrer schafft mit dem Fendt Vario 939 und 35 Kubikmeter Samson-Güllefass. Habe ich letztens in den Kommentaren erst belehren lassen müssen wieder. Aber er hat es jetzt selber gesagt, deswegen ist mir aufgefallen. Fendt 939, das heißt nicht 939, das heißt 939. Ja, was denn jetzt richtig? 939 oder 939? Ich würde sagen 939. Nee, ich glaube, es heißt wirklich 939. Ja, gut, aber die Kirche auf dem Dorf lassen. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist doch wirklich, also kann man doch 939, man sagt auch 1050, nicht 1050, weißt du? Genau. Ich meine, also 1050 wäre richtig, ohne Frage, aber 1050 ist da auch nicht falsch. Ja, also. Bis zu 40 Hektar in einer Schicht. Angebaut ist eine 6 Meter Köckerling Rebell Kurz. Oh, siehst du, wie die Kecke rauskommt? Ja, wunderschön, wird so verteilt. Guck dir das an. Aber jetzt geht es hier um die Fakten, jetzt hält man mal die Klappe. Scheibenegge mit Vogelsang-Synkult. Die Gärreste werden so direkt eingearbeitet, Nährstoffemissionen und Überfahrten reduziert. Im nächsten Jahr wird in Altranft zusätzlich noch ein Klaas Xerion-Selbstfahrer die Flotte verstärken. Weiter geht es zum Hauptstandort des Lohnunternehmens Osters und Voss, 200 Kilometer entfernt auf die andere Seite von Berlin, nach Großgotschow. Geil. Ich muss aber ganz kurz Stopp machen, tut mir echt leid, Leute, aber ich bin immer so, das sind so meine Videos halt, ne? Ich muss ja jetzt mal ganz ehrlich was sagen. Darf das ich? Haus links? Junge, hat sich einer gegönnt, oder?
Also mal ganz ehrlich. Was denn das für eine Bude, bitte? Das ist ja wohl mal der absolute Hammer. Das ist der Leiter von dem Standort hier wahrscheinlich. Oder der Herr Osters oder Herr Voss. Nein, Spaß. Aber ja. Nettes, schöne Wiese hat er. Nettes, ja, geiles Grundstück, Alter. Also wirklich ein geiles Grundstück. Ja, definitiv. Fällt also weitläufig. Da siehst geil. Du auch, das steht wahrscheinlich noch nicht so lange, weil der Garten ist noch relativ unberührt. 10 Jahre ja. Später siehst du da Pool, das hier, da. Auch mit der Garage da. Oh, also schön. Wirklich schön. Und das ist schön gestaltet. Sieht sehr gut aus. In der Mitte des Rondells wird er noch ein Bäumchen fehlen. Ja. Ja, das stimmt. Okay, Entschuldigung, wollte ich nur anmerken. Die Rübenernte ist seit Unternehmensgründung eine wichtige Dienstleistung des Lohnunternehmens. Die Zuckerrübenkampagne beginnt hier Ende September und ist in der Regel Anfang Dezember abgeschlossen. Bei etwa 40 Agrarbetrieben rodet Osters und Voss pro Saison rund 1500 Hektar Zuckerrüben. Das entspricht einer Erntemenge von etwa 120.000 Tonnen. Der Sechsreiher ist heute auf einer 30 Hektar großen Fläche einer Agrargenossenschaft nahe des Dorfs Pirow eingesetzt. Krautschläger vorne dran, ne? Ja. Krautschläger vorne dran, dann werden die Rübchen aufgenommen. Oh, geil. Guck dir doch mal alleine, wenn du jetzt hier mal aufs Detail gehst, diese Technik an. Ja. Was da in alleine vorne in diesem Anbau, wie nennt man das? Schneidwerk. Schneidwerk, ja. Was da für eine Technik verbaut ist, absoluter Wahnsinn, oder? Und wie hat man es früher gemacht, lieber Tino? Früher hat man die Rüben mit der Hand rausgezogen, hat sie auf Reihe gelegt an der Seite. In der Mitte ist man dann wieder mit dem Anhänger, mit dem alten Traktor reingefahren, hat man sie rechts und links hingestellt, da hat man nämlich die Sichel genommen, dann hat man das Kraut abgeschlagen, die Rüben in den Anhänger und so ging das immer Stückchen für Stückchen weiter. Ja, so war das zu meiner Zeit. Ja, klar, auf jeden Fall. Krass, aber wer hätte es mal, ne? Wahnsinnstechnik, oder? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also die Entwicklung immer wieder phänomenal, das zu sehen. Beeindruckend. Da kommt sie gut klar. Und hier, guck, mit versetzt den Notdruck. Ja, geil, guck dir das an. Zusätzlich zum Holmer Terrados arbeitet auf dem Feld auch ein Tiger 5 von Ropa. Eine Vorführmaschine, die der Hersteller heute bei Osters und Voss vorstellt. Regelmäßig setzt sich der Lohnbetrieb mit neuen Maschinen und Verfahren auseinander, um das Dienstleistungsangebot weiter zu verbessern und zu erweitern. Rundegang, genau. Rote Aggregat heißt es, genau. Wahnsinn. Der Tiger 5 kann im Vergleich zum Holmer mit einem größeren Bunkervolumen punkten. Interessant, aber nicht unbedingt entscheidend. Schließlich laufen aufgrund der großen Feldstrukturen in der Region immer 1 bis 2 Abfuhrfahrzeuge beim Vollernter, um die Zuckerrüben zur Feldrandmiete zu transportieren. Guck dir das an. Das ist eine Sache, die müssen mir auch mal einer erklären. Ich weiß, ich bin jetzt aber halt auch nicht der hier ausgebildete Landwirt oder habe das studiert. Aber wieso fährt man es nicht ab? Sondern lagert es zwischen am Feld. Ja, du musst es sehen. Also sowas bei uns. Erstens lässt es sich besser verladen, die Mengen allem drum und dran, weil die werden ja doch schon durchaus weiter weg transportiert, als wie einem bewusst ist. Und das findet ja natürlich auch mit LKW statt. Und der LKW fährt ja dann logischerweise über Land und ist auf jeden Fall effektiver, auch vom Rechnerischen her. Ich glaube, also was der Chat so schreibt, ist tatsächlich wahrscheinlich die Kapazität. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das einfach nicht, dass man das gar nicht bewältigt bekommt. Ne, dass man, also wie du schon sagst, mit dem LKW, man lädt es dann mit der Maus über auf den LKW und fährt es dann ab an die Zuckerfabrik oder was auch immer. Und man bekommt diese Mengen gar nicht abgefahren sonst. Ja. Klar, ja, logisch, das ergibt Sinn, ja, klar.
Fahrer Rolf Koch gehörte nach der Unternehmensgründung 1991 zu den ersten Mitarbeitern von Osters und Voss. Im Herbst arbeitet er in der Zuckerrübenernte. Begonnen hat er vor 25 Jahren mit einem geschobenen Sechsreiher im absätzigen Verfahren. Heute werden vom Großgottschow zwei Holmatera DOS Vollernter disponiert. Ein Sechsreiher und ein Neunreiher mit einem Bunkervolumen von 28 Kubikmetern. In einer 12-Stunden-Schicht sind mit dem Sechsreiher etwa 15 Hektar und mit dem Neunreiher etwa 22 Hektar zu schaffen. Keine der Maschinen ist älter als 2 Jahre. Das steht für Zuverlässigkeit. Wahnsinn. Ja klar, wenn du siehst, wie viele Rüben da geerntet werden, in Fahrer welcher kurzen Ralf Zeit. Kehl ist schon seit 2008 im Lohnunternehmen angestellt. Er mag die Zusammenarbeit mit dem professionell aufgestellten Team, in dem heute auch ein Auszubildender zur Fachkraft Agrarservice mitarbeitet. Coole Sache, wirklich eine coole Sache. Hier, guck mal, was da liegt, ey. Heftig, durch den Einsatz der Tridem-Mulden lässt sich die Miete, wie bei diesem Auftrag zu sehen, entlang einer befestigten Straße anlegen. Gut für den zügigen Abtransport, der ebenfalls von Osters und Voss durchgeführt wird. Eine Verlademaus sowie die Lastwagen aus der Sparte Osters und Voss Logistik werden dafür eingesetzt. Die Hektarerträge. Die haben halt auch gleich die Maus, die haben die LKWs dazu, die können halt wirklich. Klar, macht Sinn, ne? Wenn die wieder erst ein Unternehmen noch mit einbinden muss. Zusatzkosten. Ja, natürlich, ne? Das ist, ja, genau, so ist es. In Brandenburg sind mit 80 bis 85 Tonnen keine Spitzenwerte. Vor allem die Verwendung der Rüben zur Energieproduktion in Biogasanlagen hat die Anbauflächen hier in dieser Region aber stabilisiert. Knacke voll das Teil. Schichtende ist nach 12 Stunden um 19 Uhr abends. Häufig bleiben die Erntefahrzeuge auf den Betrieben der Kunden. So können unnötige Straßenfahrten mit den großen Erntemaschinen vermieden werden und die Maschinen sind morgens wieder schnell auf dem Feld. Auch für uns geht der Tag hier zu Ende. Weitere Informationen zum Lohnunternehmen Osters und Voss findet ihr erstmals auf einem eigenen Messestand auf der Agritechnica und natürlich auf deren Internetseite. Ist das nicht schön? Diese Maschinen, diese Urtiere. Ja. Oh. Alles. Da geht eh ins Herz. Naja, muss man wirklich sagen, ey. Also da wieder landtechnikvideos.de. Sehr, 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 sehr schöner Beitrag. Zweiter Teil von Osters und Voss. Ja, es ist beeindruckende Technik, muss man schon sagen. Aber ich muss auch sagen, also es ist beeindruckend, was auch die Menschen dahinter leisten, weil 12 Stunden auf dem Acker von früh um 7 bis abends um 7, dann gehst du heim, ne? Und früh um 7 stehst du wieder da. Also, das ist schon krass, was die Leute leisten. Muss ich jetzt echt mal meinen Hut ziehen, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bei uns war es ja so, wo wir damals dann noch auf dem Drescher saßen und gefahren sind, allem drum und dran. Wir sind dann früh, war es uns vergönnt, etwas später zu kommen. Also, wir waren dann so 9 Uhr. Schon wieder draußen auf dem Acker und haben dann aber erstmal Drescherpflege gemacht, das heißt, alle Luftfilter ausgeblasen und das Ganze. Und ist dennoch eine körperliche und auch mentale Anstrengung. Naja, das darf man halt auch nicht außer Acht lassen, weil du musst immer hochkonzentriert sein bei dem Ganzen. Naja, und Volkondo schreibt gerade, das ist ja nur im Sommer, in der Saison so, und wenn das nicht so krass, das stimmt schon. Aber trotzdem, wenn alle draußen liegen und baden gehen, weil sie das schöne Wetter genießen oder sonst was und da halt Saison ist, dann bist du 12 Stunden auf dem Acker. Und das ist halt das, ne? Das musst du auch wollen. Ja. Definitiv. Krass. Also du musst dafür geboren sein. Ist einfach so. Ja, wirklich. Also krass, was die Jungs da leisten. Kann man nur immer wieder. Deswegen, wenn ihr einen Traktor vor euch habt auf der Straße oder sonst irgendwas, der schimpft da nicht rum, weil der halt nicht schneller wie 50 oder 60 fährt im Höchstfall, sondern naja, habt da auch ein bisschen Verständnis für. Der sitzt vielleicht schon 10 oder 11 Stunden da drauf. Ja. Gut. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst es Däumchen da, ein Abo, schaut bei Landtechnik-Videos vorbei und bis dahin, tschüss. Ciao.